ihr erlebt jetzt das absolute Kontrastprogramm. Absolut. Es geht gleich los mit Musik und da kommt das Blatt, was wir verteilt haben, zum Einsatz. Bitte mitsingen. Genau, kleine Stadt an der Lahn. Also wir haben die Blätter verteilt, wir finden uns auf den Sitzen. Geht so. Kleine Stadt an der Lahn, ach, was machst du mich an? Hab mich dir ganz ergeben, will sonst nirgendwo leben. Kleine Stadt an der Lahn, sonst nirgendwo leben. In Marburg will der Strom berühmter Studenten seit vielen Jahrhunderten einfach nicht enden. Auch wenn diese Querdenker mächtig drauf schimpfen, du schickst dich an, die ganze Menschheit zu impfen. Erfolg hat bei dir durchaus Tradition, seit dem Nobelpreis als höchstem Lohn. Doch mit ein paar Affen kamen auch Plagen, die heute noch deinen Namen tragen. Kleine Stadt an der Lahn, ach, was machst du mich an? Hab mich dir ganz ergeben, will sonst nirgendwo leben. Kleine Stadt an der Lahn, ach, was machst du mich an? Hab mich dir ganz ergeben, will sonst nirgendwo leben. Soweit also dieser kurze Auszug aus unserer Marburg-Hymne. Alle Profi-Rapper mögen an älteren Herren diese Strophe aus der Hymne verzeihen. In dieser Strophe, der Bernd hat es ja schon gesagt, ist unser heutiges Thema verborgen. Emil von Behring, Marburger Ehrenbürger und erster Medizin-Nobelpreisträger überhaupt, den wollten wir euch heute Abend ein bisschen näher bringen. Und auch unser zweistündiges Programm über Emil von Behring heißt Das Phänomen Behring. Von Emil bis zur Exzellenz, ein Mann lebt seinen Traum. Behring ist ja auch bekannt aus der TV-Serie Charité. Und genau dort, an der Charité in Berlin, dort begann Behrings Karriere. Dort begann er als Wissenschaftler durchzustarten. Und wie er bei den Kollegen dort ankam, als er dort ankam, dazu ein kleiner Text. In Berlin ist ein neuer Stern aufgegangen. Bei Robert Koch ist jetzt ein merkwürdiger Kerl, der Stabsarzt Behring. Er will bei Infektionskrankheiten innerlich desinfizieren, so wie man einen Schinken gegen Fäulnisbakterien durch Räuchern konserviert. Und probiert alle möglichen Chemikalien daraufhin aus. Er ist von einer ganz unheimlichen Arbeitswut erfüllt und soll dabei von einer geradezu pedantischen Genauigkeit sein. Niemand im Institut kann sich seinem Einfluss entziehen und alle erwarten Außerordentliches von ihm. Er selbst ist voll ungeheurem Selbstbewusstsein und sein eigener Prophet. Letzthin sagte er halb im Scherz, ich bitte mich mit Respekt zu behandeln, denn in kurzer Zeit werde ich ein mächtiger und steinreicher Mann sein. Ich habe mir vorgenommen, die Infektionskrankheiten zu heilen und ich werde es durchsetzen. Und er hat es tatsächlich geschafft. Heilserien gegen Diphtherie und Tetanus. Das macht ihn weltberühmt. Er wurde gefeiert als der Retter der Kinder und Soldaten. Und Helden ziehen Helden an. In diesem Fall einen Held der Wissenschaft, einen Helden der Musik. Wolfgang jetzt mit einem Auszug aus unserer Behring-Ballade. Ja, eine Moritat. Die Diphtherie der Würgeengel tötete Mädchen und Lausebengel, 50.000 jedes Jahr, schutzlos gegen die Gefahr. Behring forschte, wie Immunität bei großen Tieren im Blut entsteht und wie des Blutes heilende Kraft die Gesundheit wieder erschafft. Retter der Kinder und Soldaten, weil deine Seren gut geraten, Dank kam dann aus aller Welt. Und jede Menge Geld. Nobler Preis und Adelstitel, noch mehr finanzielle Mittel. Das alles, ja, das war dein Lohn. Geheimer Rat, Professor Emil von
Ja, und es blieb nicht beim Ruhm und Dank. Es macht ihn auch reich, seine wissenschaftlichen Erfolge. Er war gut betucht und hatte eine Professur in Marburg, als er mit 42 Jahren ans Heiraten dachte. Else, die Wahl fiel auf Else, eine Tochter aus gutem Haus, eine Berlinerin, 22 Jahre jünger als er. Da musste Behring ihr, der Hauptstädterin, die Provinz schmackhaft machen. Wie er das tat, dazu ein kurzer Brief kurz vor der Hochzeit. Meine liebe, gute Else, ich denke, dass du nicht bloß ahnst, sondern ganz genau weißt, wie ich ganz und gar dir gehöre. Ich selber wusste es aber noch nicht so recht und glaubte, ganz vernünftig alle Geschäfte in derselben Art wie immer hier erledigen zu können. Aber was musste ich erleben? Ganz merkwürdig sah mich der Gärtner Peter an, als ich auf seine Fragen nach dem neu projektierten Blumenwarmhaus und aus dem nun zu erbauenden Häuschen für ihn am Nordeingang meine gewohnte Bestimmtheit in den Anordnungen vermissen ließ und immer wieder sagen musste, dass ich da erst mit dir reden musste. Du fehlst mir überall und es gibt nichts, aber auch gar nichts in allem, was ich tue und denke, das nicht zu dir in innerster und untrennbarer Beziehung steht. Auch an deine Schränke in unserem Schlösschen ist gedacht. Bist du nun zufrieden? Sei gegrüßt und geküsst von deinem Emil. Aber Emil von Behring konnte nicht nur Süßholz raspeln. Und das geht aus einem Brief an einen Vorstand seiner Behringwerke hervor, einen Kaufmann. Ich weiß ja wohl, dass Sie meine Exkursionen auf dem Gebiet, auf welchem Sie sich als Meister fühlen, nicht ernst nehmen und dass Sie sich verpflichtet fühlen, meinen nach Ihrer Ansicht sehr bedenklichen, blutigen Dilettantismus zu dämpfen. Ich habe mich nach Kräften gewehrt und kann nicht leugnen, dass ich ein großes, sportsmäßiges Vergnügen daran gehabt habe, mit Ihnen gelegentlich auf die Mensur zu gehen und lustig die Klingen zu kreuzen. Ihre Frau Gemahlin bitte ich, meinen gehorsamsten Empfehlungen zu Füßen zu legen und verbleibe bis zur offenen Kriegserklärung nach wie vor Ihr freundschaftlicher Gegner E. von Behring. Ja, und damit wären wir schon am Ende mit unserem Behring-Teaser. Die ganze Lesung mit Briefen, Fotos und auch Tondokumenten kann man am 9. Dezember im alten Behring-Gutshof erleben, wer das möchte. Dazu gibt es auf dem Flyer mit dem Refrain eine Rückseite, da gibt es einige Infos dazu und so weiter. Wie Bernd schon sagte, wir gehören zum Kreativnetzwerk MR7. Die Behring-Lesung ist also ein Teil unseres MR7-Projekts. Darüber hinaus gibt es eine Marburg-Krimi-Lesung, eine Rathausführung, literarisch, historisch, musikalisch, auch ein Marburg-Programm und so weiter. Termine auch auf unserer Website nachzulesen. Die Adresse steht auch auf diesem Flyer. Ja, Behrings Leben war wie ein Krimi. Man kann also diese Behring-Lesung nur empfehlen. Hier hat man ja ein paar kurze Ausschnitte gehört. Verabschieden möchten wir beide uns mit einem gemeinsamen Werk, in dem auch gepiekst wird, ähnlich wie bei einer Impfung. Es heißt Die Stechmücke. Gerade zur Ruhe begeben, mit Federn wärmend bedeckt, Traumnetze wohlig am Weben, hatte ich etwas wieder geweckt. Störte nicht eben ein Sirren empfindlich die Stille der Nacht? Nein, du kannst nicht irren, du bist davon aufgewacht. Mit Händen vom Schrecke befeuchtet, tastest du nach dem Licht. Schon ist die Lampe erleuchtet. Das Vieh jedoch siehst du nicht. Du willst aber nicht unterliegen. Aha, dort, ein dunkler Fleck. Schon siehst du dich beim Siegen, holst aus. Doch die Mücke ist weg. Jetzt hast du sie wieder entdeckt und schleichst dich abermals an. Dein Schatten hat sie erschreckt, du brauchst einen neuen Plan. Mit einer Zeitung bewehret, schlägst du sie schließlich tot. Der Schreck jedoch dich beschweret, der Platz an der Wand, der ist rot. Wolfgang und Jupp.